Hallo meine Lieben! Viele von euch hatten sich von mir mal eine Raffaello-Torte gewünscht und ich habe in Vergangenheit schon mal eine gemacht, eine Erdbeer-Raffaello-Torte. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox und auch nochmal in der Infocard, wenn ich es nicht vergesse. Und ich habe jetzt ganz speziell eine No-Bake-Raffaello-Torte für euch vorbereitet, da sie eben sehr, sehr schnell zubereitet ist und einfach nur mal ein bisschen im Kühlschrank aushärten braucht, ohne dass ihr den Backofen anmachen müsst. Los geht's jetzt mit den Zutaten und der Zubereitung. Los geht's erstmal mit den Zutaten für unseren Boden. Und dafür brauchen wir zerbröselte Butterkekse, etwas gemahlene Haselnüsse oder Mandeln oder Kokosflocken, egal. Und hier habe ich außerdem noch zerlassene Butter. Die Zubereitung ist sehr einfach. Ich gebe hier die gemahlenen Haselnüsse zu den Keksbröseln und gebe hier die zerlassene Butter dazu. Alles gut miteinander vermengen. Hier habe ich mir eine 20er Springform leicht eingefettet und gebe nun die Brösel hinein. Verteile sie. Und drückt das Ganze dann auch hier nochmal schön an. Ihr könnt auch ein Wasserglas zu Hilfe nehmen. Also richtig schön pressen. Der Boden darf jetzt in den Kühlschrank, so lange bis wir die Füllung zubereiten. Für unseren Belag brauchen wir Frischkäse, Doppelrahmenstufe, zimmerwarm. Außerdem habe ich hier gezuckerte Kondensmilch, Kokosraspel, den Saft einer Zitrone und Vanillepaste. Woher ich die Vanillepaste habe, verlinke ich euch gerne unten in die Infobox. Stattdessen könnt ihr wie immer auch andere Produkte nehmen. Und los geht's jetzt mit der Zubereitung. Dafür gebe ich jetzt den Frischkäse und die Vanillepaste in eine Rührschüssel und lasse das Ganze so richtig schön cremig mixen. Danach kommt nach und nach die gezuckerte Kondensmilch hinzu. Wenn die gezuckerte Kondensmilch untergearbeitet ist, kommen jetzt noch Zitronensaft und Kokosraspeln hinein. Vermengen. Und keine Angst, das wird nachher schön fest im Kühlschrank. Die Crememasse kommt jetzt über unseren Keksboden. Die Form hauen wir jetzt ein paar Mal auf die Arbeitsfläche, um eventuelle Lücken zu schließen. Schön glatt streichen. Und so kommt unser Cheesecake jetzt in den Kühlschrank für mindestens 4 bis 6 Stunden, noch besser über Nacht. Nach der Abkühlzeit können wir den Cheesecake jetzt von der Springform lösen und ihr seht, das ist wirklich bombenfest, da kippt jetzt nichts mehr um und es ist richtig schön stabil, denkt man nicht, ich weiß. Und jetzt fahre ich hier mit so einer Palette einmal entlang der Springform. Und kann dann die Springform lösen. Dann verteile ich noch ein paar Kokosraspeln hier rüber. Ich habe mir hier jetzt noch etwas Sahne aufgeschlagen und habe vorne eine Sternhülle drin und mache mir hier jetzt noch so Tupfer drauf. Das braucht ihr natürlich alles nicht. Und hier habe ich natürlich noch Raffaellos. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch ein paar gehackte Raffaellos mit in die Cheese-Masse reingeben. Aber ich halte das jetzt nicht so für nötig. Damit dekoriere ich jetzt noch schön. Ein Raffaello hier auf jeden Tupfen. Und ich werde euch jetzt natürlich gleich noch zeigen, wie er angeschnitten aussieht.
fertig ist die Raffaello-Torte. Die schmeckt wirklich sehr, sehr lecker und ist mal was anderes im Vergleich zu all den anderen Raffaello-Tortenrezepten, weil einfach kein Kuchenboden dabei ist. Also Kuchenboden in dem Sinne, dass ihr eben nichts backen müsst. Ich finde diese Torte genial. Die werde ich in Zukunft bestimmt noch ganz, ganz oft machen. Falls ihr das Rezept mal ausprobieren solltet, würde ich mich wie immer über eure Fotos freuen. Ich freue mich wirklich riesig darüber. Gerne mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!